Guten Morgen zusammen, ich darf euch zu einem neuen Online-Gottesdienst begrüßen und heute sind mehrere Gemeinden dabei. Es ist die FCG in Sigmaringen dabei, die Arche in Salem, die FCG Bad Wurzach und natürlich Lindau und Bregenz. Guten Morgen zusammen. Ja, wir wollen uns einen Text anschauen aus der Offenbarung und die Predigt hat den Titel Zeugen für den Herrn. Und ich lese aus Offenbarung 11, die Verse 3 bis 10. Und ich will meinen zwei Zeugen geben, dass sie weissagen werden, 1260 Tage lang, bekleidet mit Sacktuch. Das sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Gott der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, geht Feuer aus ihrem Mund hervor und verzehrt ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen Schaden zufügen will, muss er so getötet werden. Diese haben Vollmacht, den Himmel zu verschließen, damit kein Regen fällt in den Tagen ihrer Weissagung. Und sie haben Vollmacht über die Gewässer, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit jeder Plage, so oft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Und ihr Leichname werden auf der Straße der großen Stadt liegen, die im geistlichen Sinn Sodom und Ägypten heißt, wo auch unser Herr gekreuzigt worden ist. Und viele aus den Völkern und Stämmen und Sprachen und Nationen werden ihre Leichname sehen 3,5 Tage lang und sie werden nicht zulassen, dass ihre Leichname in Gräber gelegt werden. Und die auf der Erde wohnen, werden sich über sie freuen und frohlocken und werden einander Geschenke schicken, weil diese zwei Propheten diejenigen gequält hatten, die auf der Erde wohnen. Ein spannender Text. Ein paar einleitende Worte dazu. Die ganze Bibel ist ein Buch und im Zentrum dieses Buches steht eine Person, Jesus Christus. Das Alte Testament schürte Hoffnung auf einen kommenden Erlöser und beschreibt das Elend der Menschen ohne einen Retter. Die vier Evangelien berichten uns von dem irdischen Leben dieses Erlösers, Jesus, wie er in Knechtsgestalt kam. Die Apostelgeschichte zeigt uns die Kraft und die Auswirkung der Verkündigung des Evangeliums von diesem Erlöser. Und die Briefe helfen uns, im praktischen Leben als Christen mit diesem Erlöser zu leben und offenbaren Geheimnisse über die Gemeinde, was im Alten Testament noch verborgen war. Und am Ende des Buches der Bibel rundet das Buch der Offenbarung die ganze Bibel ab und zeichnet vor allem ein Bild von Jesus als dem König, als dem souveränen Herrscher über der ganzen Welt, der auf dem Thron sitzt und alles nach seinem Wohlgefallen lenkt. Und vor allem das Buch der Offenbarung, aber auch viele andere, wie Daniel, macht klar, dass Gott die Zukunft weiß und kennt und deshalb er sie voraussagen kann. Gott ist das einzige Wesen, was nicht an Raum und Zeit gebunden ist. In unserem Bibeltext wird uns beschrieben, dass am Ende der Zeit Gott zwei Zeugen senden wird. Und sie werden weissagen für Gott und Gott wird ihnen besondere Vollmacht geben. Sie sind für einen festgelegten Zeitraum von 1260 Tage lang unbesiegbar. Und jeder, der ihnen Schaden zufügen will, muss getötet werden, ja wird getötet. Sie sind so lange unbesiegbar, bis ihr Zeugnis abgeschlossen ist, bis ihr Werk, das Gott ihnen gegeben hat, abgeschlossen ist. Sie haben Vollmacht über das Wetter, sie können die Erde mit Trockenheit schlagen, sie können Wasser in Blut verwandeln und die Erde mit jeder anderen Plage schlagen, welche sie auch wollen und wie oft sie wollen. Über die Identität dieser zwei Zeugen kann man nur spekulieren. Die zwei Zeugen haben aber einen Dienst, der sehr stark Mose und Elia ähnelt. Mose mit den 10 Plagen in Ägypten und Elia, der Feuer vom Himmel fallen lässt, aber auch einmal den Himmel verschließt, sodass kein Regen fällt über eine sehr lange Zeit. Deshalb spekulieren viele Ausleger, dass diese beiden Zeugen Mose und Elia sein werden.
Und bestärkt werden sie durch den Text aus Matthäus 17. Dort ist Jesus mit drei seiner Jünger auf dem Berg der Verklärung. Und es kommen zwei Männer dazu, als Jesus verherrlicht wird. Es war Mose und Elia. Aber wie gesagt, mit Sicherheit kann man es nicht sagen. Wenn diese beiden Zeugen und vor Gericht in biblischen Zeiten waren immer mindestens zwei Zeugen notwendig, damit die Aussage glaubwürdig ist. Wenn diese beiden Zeugen ihren Dienst vollendet haben, ihre Botschaft beendet haben, wird das Tier aus dem Abgrund aufsteigen und gegen sie Krieg führen. Der Begriff das Tier begegnet uns hier im Buch der Offenbarung das erste Mal und wird dann aber noch viele weitere Mal verwendet, insgesamt 36 Mal. Und die meisten Bibelausleger sind sich einig, dieses Tier ist der Antichrist. Auch wenn durch die ganze Geschichte hindurch es viele Antichristusse gab, also Personen, die mit satanischer Macht die Erde verführten, gegen die Gemeinde und gegen das, was Jesus möchte, arbeiten, wird sich diese satanische Macht am Ende der Zeit nochmal sehr stark in einer Person konzentrieren und kräftiger und mächtiger als jemals zuvor. Und Gott wird nach einer gewissen Zeit, die Bibel nennt hier 1260 Tage, seinen übernatürlichen Schutz von diesen beiden Zeugen wegnehmen und der Antichrist, das Tier, wird in der Lage sein, sie zu töten. Was davor schon viele andere versucht haben, aber es nicht geschafft haben. Und man wird dann, so berichtet uns die Bibel, man wird ihre Leichen drei Tage lang nicht beerdigen, sondern sichtbar für die ganze Welt dort liegen lassen. Ich habe mich gefragt, wie die damals dachten, dass dies für die ganze Welt sichtbar sein wird. Das heißt ja aus allen Sprachen und Völkern und Stämmen. Heute können wir ahnen, dank TV oder YouTube, wie sowas möglich ist. Dies wird sich alles abspielen in der Stadt, in der unser Herr gekreuzigt wurde. Also ohne Zweifel Jerusalem. Und geistlich wird auch der Zustand der Stadt uns beschrieben, Sodom und Ägypten. Und die Menschen, die auf der Erde wohnen, nicht nur in Jerusalem, sondern überall auf der ganzen Welt, sie werden so froh sein, dass dieses Tier, der Antichrist, diese zwei Propheten jetzt umgebracht haben und sie erlöst sind von ihren Worten und von ihren Predigten. Erlöst aber auch von den Plagen. Und sie feiern das so extrem, dass sie sich sogar Geschenke machen, dass diese beiden Zeugen jetzt tot sind. Doch nach drei Tagen, das haben wir jetzt noch nicht gelesen, aber ihr könnt es nachlesen, in Offenbarung 11 heißt es, kommt der Geist Gottes in die Leichname und erweckt sie zum Leben und vor aller Augen werden sie dann in den Himmel aufgehoben. Die Erde wird ein Erdbeben haben und 10% der Stadt von Jerusalem wird zerstört werden und insgesamt sterben 7000 Menschen. Und über die ganzen Bewohner dieser Stadt, aber auch der Erde, wird eine große Furcht vor Gott kommen, vor dem Gott des Himmels, und sie werden ihm Ehre geben. Ein Wahnsinnskapitel. Was für Ereignisse, die hier Johannes offenbart werden von der Zukunft. Von den Tagen kurz bevor Jesus wiederkommt. Und nun, was hat dieser Text uns zu sagen heute? Ich bin kein Endzeitexperte. Und ich maß mir auch nicht an, das alles richtig zu verstehen, geschweige denn auszulegen. Auch wie lange das noch geht, kann ich nicht sagen. Aber es ist alles gar nicht wichtig. Wichtig sind die Punkte, die wir verstehen können. Und die haben uns genügend zu sagen. Was klar wird, dass am Ende der Zeit große und schwere Gerichte über diese Erde kommen werden. Und diese zwei Zeugen werden einen Dienst des Zeugnisses haben, einen gewaltigen Dienst. Viele Verkündiger wünschen sich, so gewaltige Zeichen tun zu können in ihrem Dienst, dass die Botschaft, die sie predigten, begleitet ist mit solchen gewaltigen Zeichen. Dann wäre doch ihr Dienst gesegnet. Was glaubt ihr, was war der Inhalt dieser Predigten
von diesen zwei Zeugen. Drei positive innere Reaktionsmöglichkeiten auf die Corona-Krise. Oder fünf Schritte, wie deine Kirche attraktiver wird und wächst. Drei Schritte, wie du Finanzen und Gaben freisetzt. Oder der Schlüssel zu einem stabilen Glaubensleben und als Zeichen, dass Gott zufrieden ist mit den Kirchen, verschließt er 3 Jahre lang den Himmel und es wird nicht regnen und diese zwei Zeugen werden Plagen über sie senden. Lest mal alle überlieferten Predigten der Bibel von Jesus, von Petrus, von Paulus. Vergleicht sie mit den Predigten und den Botschaften, die wir heute hören. Diese zwei Zeugen predigten Buße und Umkehr. Sie rufen die Menschen auf, an den einzig wahren Gott zu glauben, der uns in der Bibel vorgestellt wird und in keinem anderen Buch wird er uns beschrieben. Sie rufen die Menschen auf, den Schöpfer allein anzubeten und seinen Sohn Jesus Christus. Hätten sie das gepredigt, was heutzutage so viele Verkündiger machen, hätten sie kein Problem mit irgendjemand gehabt. Aber sie rufen die Menschen auf zur Umkehr und zur Buße und haben einen übernatürlichen Dienst. Die Reaktion der Menschen, wie uns hier die Bibel berichtet, ist aber nicht Buße, Umkehr, Glaube, sondern Hass gegen die zwei Zeugen, Mordlust, Mordgedanken. Und sie wollen sie losbekommen. Ich sehe einen Dienst des Zeugnisses bei diesen zwei Herren, aber mehr einen Dienst zum Gericht. Bedeutet, die Reaktion auf ihre Predigt wird mehr die Bosheit der Herzen offenlegen, als dass Erlösung geschieht. Gut, nach der Auferstehung berichtet uns die Bibel, dass wir eine wachsende Gottesfurcht und Ehrerbietung erleben. Aber während der Zeit des Dienstes, wo diese beiden Zeugen predigen, verkündigen, reagieren die Menschen mit Ärger darauf. Sie ärgern sich über diese Predigten und über ihren Dienst. Wie war es zu biblischen Zeiten? Fast alle Propheten im Alten Testament wurden umgebracht. Jesus wurde gekreuzigt. Und von den 12 Aposteln starben alle den Märtyrertod. Und auch Paulus starb keinen natürlichen Tod. Auch die Kirchengeschichte. Es gibt unzählige von Zeugnissen, in denen Diener Gottes, die die Wahrheit verkündigt haben, getötet wurden. Genau gleich wie diese beiden noch kommenden Zeugen Gottes. Woran liegt das? Liegt es daran, dass sie zu viel Lebensberatung gemacht haben? Zu viel einfach Erfolgsbotschaften gepredigt haben? Nee, es liegt daran, dass sie die Wahrheit in aller Klarheit gepredigt haben und auch die Konsequenzen dazu gesagt haben, was passiert, wenn man den einzig möglichen Rettungsplan Gottes ablehnt. Der einzige Weg, wie man gerettet wird, ist nämlich der Glaube allein an Christus allein. Und wer diesen Weg ablehnt, geht verloren, wird gerichtet und wird in die Hölle geworfen. Laut Open Doors leben 260 Millionen Christen weltweit heutzutage unter Verfolgung. Und merkt ihr, in was für einer Blase wir hier in Europa leben? Und hier möchte ich die Brücke schlagen zu unserem Leben, zu unserem Dienst, zu unserer Nachfolge, die wir als Kinder Gottes haben. Sei du ein Zeuge für den Herrn Jesus Christus. Und dieser Dienst, den wir haben als Kinder Gottes, ist in den seltensten Fällen begleitet von machtvollen äußerlichen Wundern. Aber es gibt ein machtvolles inneres Wunder. Während die beiden Zeugen einen Dienst des Zeugnisses hatten zum Gericht, offenbar für die ganze Welt, haben wir als Christen einen Dienst des Zeugnisses zur Erlösung. In der Zeit der Gnade, in der wir leben. Wir dürfen verkündigen, wir dürfen Erlösung predigen, Sündenvergebung, wir dürfen Errettung verkündigen, ja, wir dürfen die gute Nachricht von Jesus Christus weitererzählen.
In der Apostelgeschichte, dort heißt es, und das sind die Dinge, die wir brauchen für unsere Nachfolge, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, seine Zeugen zu sein. Wir müssen dies nicht aus uns selbst heraus sein, sondern wir dürfen den Heiligen Geist bitten, dass er uns mutig und kühn macht, das Evangelium zu verkündigen und uns sogar auch befähigt, dass er uns die Worte gibt, dass er unsere Zunge löst, wo wir oft so gehalten sind, wo unsere Zunge so schwerfällig ist, dass wir auf einmal rausrücken können mit der Wahrheit und sie nicht immer zurückhalten. Wir brauchen in unserer heutigen Zeit mehr denn je Menschen, die mutig sind, Christus zu bekennen und auch zu verkünden. Und dann dürfen wir auch wissen, 1. Korinther 2, 4, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft. Wenn wir Jesus bekennen, Jesus verkündigen und sein Evangelium, dann sind das nicht geschliffene Worte, super Rhetorik, es sind nicht tolle Argumente, sondern es sind Worte, in denen göttliche Kraft wohnt. Eine Kraft in Worten, die sich kein Mensch von sich aus nehmen kann, aber die sich immer entfalten, wenn das Evangelium in aller Klarheit gepredigt wird. 1. Thessalonicher 1, 5. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Wenn das Evangelium auf die Herzen von Menschen trifft, dann wird der Heilige Geist, so wie es ihm gefällt, die Herzen für das Evangelium öffnen. Und wenn selbst der größte Gegner des Evangeliums, selbst der größte Christenhasser, wenn das Evangelium auf sein Herz trifft und es dem Heiligen Geist gefällt, kann er aus diesem Menschen von der einen auf die anderen Sekunde den größten Christen, den größten Gläubigen machen, mit einer sehr großen Gewissheit im Herzen. Denn das Evangelium ist eine Botschaft mit göttlicher Kraft. Das Evangelium hat nämlich die Kraft, die Herzen der Menschen für Gott zu gewinnen. Und zwar mehr als alle Wunder und als alle Plagen, die passieren können. In Römer 1, 16 heißt es, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Ich schäme mich des Evangeliums nicht von Jesus Christus. Es ist Gottes Kraft. Erzähl die Botschaft von Jesus Christus und es wird göttliche Kraft in deinen Worten sein und es wirkt an den Herzen dort, wo du nicht hinschauen kannst. Verkündige Jesus und sein Evangelium. Sag ihm, was er getan hat, als er am Kreuz gestorben ist, warum er am Kreuz gestorben ist, dass er dort für Sünden bezahlt hat. Und dann verkündige aber auch, dass er auferstanden ist, dass er den Tod überwunden hat. In dieser Kraft liegt die Kraft für Erlösung, für Errettung. Die Kraft liegt nicht in Heilungswunder. Sie liegt nicht in gewaltigen Plagen oder Zeichen am Himmel. Es überzeugt das sündhafte Herz nicht. Wunder überzeugen das sündhafte Herz nicht. Das war beim Pharao schon so und ist heute nicht anders. Aber die Botschaft von dem Mann aus Nazareth, von Jesus Christus, der sich stellvertretend für Menschen ans Kreuz nageln lässt, das öffnet Menschenherzen und gewinnt Menschenherzen mehr als alle Wunder und Zeichen. Wir dürfen dem Heiligen Geist vertrauen, dass wenn wir uns treu zu seinem Wort halten, treu zum Evangelium, dass er kommen wird und dass er die Herzen aufschließt für dieses Evangelium. So halten wir fest, die Kraft liegt nicht in dir als Mensch, der du die Botschaft verkündigst, sondern die Kraft liegt in der Botschaft. Aber in der Botschaft, wie sie uns die Bibel präsentiert und nicht, wie sie viele
verändern wollen, aufhübschen wollen, abschleifen, alle Kanten wegmachen wollen. Nein, die Kraft liegt im Evangelium und zwar in der Botschaft, so wie es uns die Bibel offenbart. Aber dein geistlicher Zustand entscheidet darüber, wie oft du diese Botschaft weitergibst. Und deshalb möchte ich in diesem zweiten Teil etwas über unseren geistlichen Zustand reden. Und nichts beeinflusst deinen geistlichen Zustand mehr als die Naherwartung von Jesus Christus. Wenn du keine Naherwartung hast von Jesus, wenn du nicht damit rechnest, dass Jesus jeden Tag kommen könnte, dann wird es in dir keinen besonderen Eifer freisetzen, die Botschaft Gottes zu verkündigen. Und übrigens, die Naherwartung von Jesus, jemand, der Jesus jeden Tag erwartet, der sagt, Herr, komme bald, ich will dir begegnen, ich will dich sehen. Wer das im Herzen hat, der hat eine unglaublich große Kraft gegen Sünde im eigenen Herzen. Denn wenn wir damit rechnen, dass Jesus jederzeit kommen könnte, sind wir überhaupt nicht verführbar oder so leicht verführbar, wie es sonst ist für die Sünde. Deshalb waren die erwecklichsten Zeiten, die geistlich stärksten Zeiten in der Kirchengeschichte, dann, wenn die Menschen eine große Naherwartung für Jesus Christus hatten. Und Petrus sagt, dass am Ende der Zeit viele sagen werden, ja, wo bleibt denn euer Jesus, von dem ihr immer so viel redet? Wo bleibt er denn? Ein Kennzeichen der Endzeit wird sein, dass viele sagen, ja, er kommt noch lange nicht. Dort heißt es einmal, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Deshalb erwarte du Jesus in unseren Tagen. Wir erwarten als Christen nicht Krieg und Kriegsgerüchte, auch wenn in unserer Zeit diese enorm zugenommen haben. Wir erwarten Jesus Christus. Wir erwarten auch nicht die Abschaffung vom Bargeld und die Einführung einer digitalen Währung, die grenzenlose Überwachung ermöglicht und nur der das Mahl trägt, kann daran teilhaben. Nein, wir erwarten Christus. Doch wenn dies alles geschieht, Katastrophen, Kriege, Seuchen, Verwerfungen, dann erheben wir unsere Häupter, wissen wir doch, dass unsere Erlösung naht. Wir erwarten auch nicht den Antichristen, sondern wir erwarten den einzig wahren Christus, Jesus, unseren Erlöser. Wir halten auch nicht nach den zwei Zeugen Ausschau und nach ihrem gewaltigen Dienst. Wir erwarten den kommenden Messias in den Wolken und bis dahin führen wir unseren Dienst des Zeugnisses aus. Doch auch unser Dienst des Zeugnisses sollte überdacht werden. Warum ist die Leuchtkraft, warum ist die Strahlkraft von unseren Gemeinden wie eine Taschenlampe mit einer schwachen Batterie, die gerade am Erlöschen ist? Diesig und schwach, man sieht nichts. Bei uns in den Gemeinden ist keine helle Heiligkeit da, die die Menschen überführen. Dann sagt doch Psalm 1, dass Sünder nicht bestehen können in der Gemeinde der Gerechten. Ich bin auch ein Sünder, aber in einer heiligen, in einer leuchtenden Gemeinde werde ich überführt und motiviert, den Kampf gegen die Sünde zu führen. Denn in dieser Gemeinde wird der Herr Jesus lebendig erwartet. Wir müssen wirklich aufhören, als Gemeinden uns auf dem Markt der religiösen Möglichkeiten anzubieten, dass wir die Sinne fromm betäuben, dass wir Gefühlsduselei bedienen und ein bisschen spirituelle Erfahrungen anbieten. Das machen die Esoteriker doch auch. Wir als Gemeinde Gottes sind dafür da, die Wahrheit zu verkündigen und die alleingültige Wahrheit. Und wir wollen unsere Herzen darauf ganz neu ausrichten. In der Apostelgeschichte
sehen wir, dass zu Beginn der Erweckung nach Pfingsten große Wunder und Zeichen passieren in der Gemeinde. Und viele Schaulustige kamen nun, um schauen, welche neue Wunder denn passieren. Und dann geschah ein Betrug in der Gemeinde. Dort war ein Ehepaar, die verkauften ein Grundstück und sie nahmen einen Teil des Geldes für sich und den anderen Teil des Geldes gaben sie in die Gemeinde und sagten aber, das war der ganze Erlös. Und sie belogen die Führer der Gemeinde. Gott in seiner Heiligkeit ließ es nicht zu und Ananias und Sapphira mussten sterben. Sie fielen auf der Stelle tot um. Ab diesem Tag können wir nachlesen, in Apostelgeschichte 5 trauten sich die Schaulustigen nicht mehr in die Gemeinde. Niemand traute sich mehr in die Gemeinde hinein, um zu gaffen oder ein bisschen religiöse Gefühle zu bekommen. Nur wer ehrlich Gott suchte, wagte sich noch in diese heilige Gemeinschaft. Es war nicht das attraktive Gemeindehaus oder die Willkommenskultur, sondern es war eine göttliche Kraft der Gegenwart Gottes in dieser Gemeinde, was eine Heiligkeit und eine Heiligung in dieser Gemeinde vorantrieb, die umso mehr eine Erweckung in dieser Zeit bewirkte. 2. Chronike 7, Vers 14. Ein Vers, und diesen Vers sollten wir stark bedenken. Er ist sehr bekannt. Dort sagt Gott, wenn ich den Himmel verschließe, sodass es nicht regnet, oder den Heuschrecken gebiete, das Land aufzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über den mein Name ausgerufen worden ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, so will ich es vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Das Volk Gottes sollte umkehren. Was hier die Botschaft auch an uns ist, in der Zeiten von Corona, Krise, Epidemie, ist das Volk Gottes nicht alle in der Welt, sondern über denen, die der Name Gottes aufgerufen ist, sind sie bereit, umzukehren, Buße zu tun, auch für die Gleichgültigkeit, für die Lauheit, die sie an den Tag gelegt haben. Die Bibel macht klar, das Gericht Gottes beginnt immer im Haus Gottes. 1. Petrus 4,17. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Überdenken wir neu unser Leben und auch neu unsere Nachfolge. Vor allem lasst uns unser Lebenshaus auch mal reinigen wieder. Von Dingen, die sich eingeschlichen haben, Sünden, die sich so eingeschlichen haben. Dass wir gucken, dass unser Haus in Gerechtigkeit vor Gott ist. Und wir müssen mit unseren Schwachheiten und unseren Sünden nicht alleine sein, sondern wir können mit ihnen zu Jesus kommen. Er hat für alle bezahlt und er möchte sie uns abnehmen. Er möchte uns reinigen, er möchte, dass wir wachsen in der Heiligung und vor allem möchte er, dass die Gemeinde zunimmt an Strahlkraft und an wirklicher hellen Heiligkeit. Unser Land braucht mehr denn je Nachfolger Christi, über die es heißt, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Es gibt Menschen, die in ihrer Naherwartung zu Jesus anfangen, ihr Leben aufzuräumen und sagen, Gott, fang bei mir an, ich will mich dir neu weihen. Und die nehmen zu an Reinheit und an Herrlichkeit aus Gnade von Gott. Und es wird aber die ganze Gemeinde erfassen. Die ganze Gemeinde wird zunehmen an göttlicher Kraft. Und diese Kraft ist es, die Menschen dann dazu bringt, in diese Gemeinde zu gehen und wo sie sich bekehren und wo sie erlöst werden. Alles andere ist nur fromme Laberei. So sei du ein Zeuge des Herrn, der in seiner Heiligkeit vor Gott zunimmt, weil er den Heiligen Geist bittet, komm, reinige mich, läuter mich. So in unseren Tagen sehne Jesus jeden Tag herbei.
und lebe dennoch in deinem Alltag. Sei nicht abgehoben, sondern sei ein realistischer Christ. Das gibt Gott die Ehre. Investiere dich in langjährige Projekte und erwarte dennoch den Herrn jeden Tag. Investiere dich voller Kraft auch in deine Gemeinde. Lass dich kompetent ausbilden, egal welcher Beruf es ist. Sei bereit zu lernen, aber lese in diesen Tagen vermehrt die Bibel und höre, was der Geist der Gemeinde sagen will in diesen Tagen. Selbst im Alter kann man noch sehr viel lernen. Sorge vor für deine Rente, auch wenn du noch sehr jung bist in den heutigen Tagen. Sorge vor für deine Rente. Sei ein guter und treuer Haushalter, doch richte deine Augen und dein Herz auf den Himmel jeden Tag. Wenn wir so leben, dann wird sich die göttliche Sprengkraft des Evangeliums in einer Art und Weise in unseren Gemeinden manifestieren, wie wir es in unseren Zeiten noch nie erlebt haben. Aber ich suche den Geist Gottes, was er sagt, und ich frage Gott, wo ist deine Gnade für unsere Zeit, für dieses Jahrhundert, in dem wir leben? Und ich glaube, dass Gott eine Zeit der Gnade auch für uns hat, dass er Herzen öffnen will für das Evangelium, weil er sie erretten will, weil er die Menschen liebt. Aber sie müssen die Wahrheit hören. Sie müssen keine fromme Gefühlsduselei hören, sondern die Wahrheit in aller Konsequenz. Und dann wollen wir diese Menschen dem Geist Gottes und ihnen selbst überlassen. So seid neu ermutigt, euch zu Christus zu bekennen, für seine Wahrheit einzustehen, auch in unseren Tagen. Gott segne euch. An dieser Stelle wollen wir jetzt auch in Lobpreis gehen. Vielleicht wollen wir die Zeit jetzt nutzen, dort wo du bist, dass du einfach diese Lieder, die wir jetzt singen, zur Ehre Gottes mitsingst und neu auf Gottes Geist und Gottes Stimme hörst und fragst, was waren die Botschaften der großen Verkündiger, die die Bibel uns vorstellt und was diese beiden Zeugen am Ende der Zeit auch predigen werden. Lasst uns mehr in diese Richtung gehen, wie in die wir aktuell meiner Meinung nach zu viel sehen. Gott segne euch.